Doro Irmler, der Caritasverband Freiburg-Stadt macht ein inklusives Sportfest. Was haben Sie denn da geplant am Wochenende? Wir haben am ersten Turniertag, am Samstag, beginnen wir um 10.30 Uhr mit einem inklusiven Fußballturnier für Menschen mit Behinderungen. Wir haben 18 Mannschaften aus ganz Baden am Start. Dazwischen gibt es um 14 Uhr ein Freundschaftsspiel zwischen den alten Herren des Sportvereins Opfingen und dem Betreuerteam der angereisten Betreuer. Am Sonntag beginnen wir um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Sportplatz. Danach wird ab 12 Uhr das erste inklusive Firmenturnier, Krümpelturnier stattfinden. Das heißt, wir haben Firmen eingeladen, an unserem Turnier teilzunehmen. Und diese Firmenteams werden mit jeweils 4 Sportlern mit Behinderung ergänzt. Das heißt, wir haben Teams, die aus Menschen mit und ohne Behinderung bestehen. Warum machen Sie denn ein Sportfest für Frauen und Männer mit und ohne Behinderung? Es war eigentlich schon lange unser Wunsch. Wir veranstalten seit 7 Jahren ein Hallenturnier für Menschen mit Behinderung. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen mal versuchen, den Sportlern mit Behinderung auch eine Tribüne in dem Fall zu geben, dass einfach mal mehr Zuschauer kommen. Und durch die Firmenteams und auch durch die Kooperation mit dem Sportverein Opfingen hoffen wir natürlich auf ganz viel Gäste und Besucher aus Opfingen und natürlich auch durch Fans von den Firmenteams. Mit wie vielen Sportlern rechnen Sie und wie viele Zuschauer erwarten Sie? Sportler haben wir am gesamten Wochenende an die 300 oder etwas über 300. Also Samstag werden es allein 200 Sportler mit Handicap sein. Und am Sonntag haben wir dann durch 11 Firmenteams nochmal 100 weitere Sportler plus die 50 Sportler aus den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die am Samstag auf dem Sportplatzgelände übernachten werden, damit sie am Sonntag wieder mitspielen können. Wen haben Sie als Partner für dieses inklusive Sportfest? Zunächst da natürlich an erster Stelle der Sportverein Opfingen, der uns den Platz zur Verfügung gestellt hat. Selbstverständlich auch ganz viel Manpower und der Sportverein übernimmt die gesamte Bewirtung des Wochenendes. Und es war einfach wunderbar, mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie sehr offen waren und sofort gesagt haben, jawohl, das machen wir. Tolle Idee, da wollen wir dabei sein. Unterstützer haben wir auch. Zunächst haben wir eine großzügige Spende von der Freiburger Verkehrs AG, die übrigens auch als Firmenteam mit am Start sind. Die werden am Samstag eine Spende von 200 Schildmützen überreichen, damit jeder Sportler vom Samstag eine Schildmütze mit nach Haus nehmen darf. Dann haben wir eine Spende über 1000 Thüringer Rostbratwürste vom Sportclub Freiburg erhalten. Das war der Gewinn für den Pechbratwurstpreis, den der SC im August von den Freunden der Thüringer Rostbratwurst, das ist ein Verein, überreicht bekommen hat. Und wir haben noch eine Sachspende, der örtliche Neukaufmarkt Brandt aus Opfingen, die werden uns am Samstag mit Obst und Müsliriegel für die Sportler verpflegen. Und Sie erwarten einen Gast von der Sepp-Herberger Stiftung? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Waldemar Schwendemann das ganze Wochenende unter unseren Gästen begrüßen dürfen. Er ist Schwerbehindertenbeauftragter der Sepp-Herberger Stiftung und hat uns auch von Anfang an in unserer Idee und der Durchführung unterstützt. Und wir freuen uns sehr. Doro Irmler, was wird das Highlight sein beim inklusiven Sportfest? Worauf freuen Sie sich ganz persönlich am allermeisten? Ich freue mich persönlich darauf, dass unsere Sportler mit Behinderung, die ich seit vielen Jahren begleite, einfach mal Publikum haben und die Sportler freuen sich darauf, mal in Anführungszeichen richtigen Teams spielen zu dürfen, dass sie zeigen können, was sie können, denn sie können einiges.